Bravo Wilhelmshaven. Wir wollen heute über unseren Kenntnisstand zu den möglichen Umrüstungen von Onyx-Kraftwerken in Wilhelmshaven und Bremen-Fage auf Holz informieren. Kommt noch jemand? Hallo Dorothea, ich bin Stefanie Eilers, ich bin schon in der Anmoderation. Willkommen. Wir zeichnen die Veranstaltung im Präsentationsteil heute auf. Wer nicht gesehen werden möchte, lässt das Video daher aus. Nachher bei der Diskussion sind wir wieder ohne Aufzeichnung. Das wird dann auch kundgetan. Ich begrüße nun BioFuelWatch als internationales Bündnis und Michaela Kruse vom NABU-Bundesverband in Berlin. Welcome to Rita Frost, Natural Resource Defense Council from the United States. She will speak her experience in English. Rita Frost vom Natural Resources Defense Council aus den Vereinigten Staaten wird ihre Expertise in Englisch beisteuern. Almut Ernsting von BioFuelWatch wird dankenswerterweise übersetzen. Da wir heute viele Teilnehmende haben, verzichten wir auf die persönliche Vorstellung. Da wir einige Namen hier noch nicht kennen und nicht jeder jeden kennt, möchten wir ein kurzes Handzeichenspiel machen. Das funktioniert so. Wir rufen gleich auf. Zwischen den drei Unterscheidungen, Naturschützer. Franz Josef kommt auch noch. Dann warten wir noch. Jetzt warten wir eben, bis seine Verbindung zum Audio steht. Guten Tag, Franz Josef Schmidt. Wir haben schon begonnen. Vielleicht schließen wir jetzt den Eintritt, würde ich meinen, Eva, sonst kommen wir nicht in den Start, oder? Ja, es ist 18:07 Uhr, ich denke, Dauert noch die akademisches Tun ganze brauchen wir Zeit, aber nicht. du machst es einfach. Ja, okay, sonst müssen wir wieder jeden Einzelnen begrüßen. Das macht irgendwie keinen Sinn, den wieder abzuholen, die neuen, ne? Okay. Gut, also wir fragen hier ab. Die Abfragemethode funktioniert folgendermaßen. Auf euren Bildschirmen unten oder auf Ihren Bildschirmen findet ihr Reaktionen hinter den drei Punkten, so sie nicht sofort zu sehen sind. Dort kann man die Hand heben und die Hand senken. Noch jemand kommt. Da muss noch eine Verbindung zum Audio hergestellt werden. Mach einfach weiter, du musst das nicht immer auf jeden Einzelnen Rücksicht nehmen, jetzt denke ich. Okay, also dann zum Ankündigungsspiel. Wer vom Naturschutz hier ist, hebe bitte die Hand. Ich mache einmal vor. Das geht unter Reaktionen Hand heben, Hand senken. Wer von den Wirtschafts- oder Industrievertretungen hier ist, bitte einmal Hand heben und senken, wenn ich es ankündige. Und dann fragen wir noch einmal nach der Pressevertretung, die heute hier ist, sodass wir dann wissen, wer von welcher Gruppe da ist. Also einmal bitte die Naturschützenden Hand heben und senken. Also einmal Hand rauf, bitte. Okay, vielen Dank. Und einmal von den Industrie- und Wirtschaftsleuten bitte einmal die Hand gehoben. Vielen Dank. Und einmal bitte die Presse, falls vorhanden und da. Dann wissen wir auch, ob jemand da ist. Okay, ich glaube, jetzt haben wir eine kleine Übersicht. Bitte nutzen Sie darüber hinaus die Chatfunktion für Ihre Vorstellung bei Bedarf. Nun beginnen wir also zügig und knapp. Ihre und unsere Zeit ist kostbar dieser Tage. Zunächst Michaela Kruse vom NABU-Bundesverband in Berlin, danach Rita Frost und am Schluss Almut Ernsting. Im Anschluss dieser drei Vorträge besteht Chance auf Diskussion. Vielen Dank für Ihr Interesse. Oh, hallo, ich hoffe, ihr könnt die Präsentation jetzt alle sehen. Danke, Michaela, ist gut sichtbar. Ja, gut. Genau, ich bin Michaela Kruse, Campaignerin beim NABU-Bundesverband und beschäftige mich dort vor allem mit der Holzverbrennung in umgerüsteten Kohlekraftwerken, also um Pläne, um die es heute auch geht. Und möchte jetzt einmal kurz anfangen, einen kurzen Überblick zu geben über die Pläne, die Onyx in Wilhelmshaven und Bremen hat.
Und Almut macht dann gleich weiter und genau, geht dann noch ein bisschen auf die Details ein und auf die Herkunft des Holzes. Genau. Genau, ich habe noch eine kurze Tagesordnung. Genau, und anschließend wird Rita dann kurz ein paar Bilder zeigen, welche Auswirkungen das dann hat in den Herkunftsländern von dem Holz. Und am Ende kommen wir gerne mit euch und Ihnen ins Gespräch. Zunächst einmal, ja, wer ist denn Onyx? Ich glaube, einigen von euch ist es schon ein Begriff. Onyx ist ein Tochterunternehmen der Riverstone Holding. Und das wiederum ist eine US-amerikanische Investmentfirma, die vor allem in Energie- und Infrastrukturprojekte investiert. Und 2019 hat Onyx in Deutschland und den Niederlanden 4 Kraftwerke gekauft von Engie, auch einem Energieunternehmen. Und vor allem in Deutschland war da schon absehbar, dass der Kohleausstieg kommt. Zu dem Zeitpunkt hat die Kohlekommission gerade schon getagt, die dann den Kohleausstieg beschlossen hat. Also kann man sich durchaus fragen, was Onyx zu diesem Zeitpunkt damit noch wollte. Genau, in Rotterdam, also in den Niederlanden, hat Onyx ist ein großes Steinkohlekraftwerk gekauft, in dem schon 300.000 Tonnen Holzpellets pro Jahr aus den USA verbrannt werden. Aber in Deutschland halt die reinen Steinkohlekraftwerke in Wilhelmshaven, auch gleich groß wie in Rotterdam mit 730 Megawatt. Und in Zolling in Bayern ein etwas kleineres Steinkohlekraftwerk und daneben ein kleines Biomassekraftwerk, was Holzhackschnitzel aus Deutschland verbrennt. Und in Bremen-Farge halt auch ein relativ großes Steinkohlekraftwerk mit 350 Megawatt. Und was halt besonders interessant ist in dem Zusammenhang, dass in den USA die Riverstone Holding, also der Eigentümer von Onyx, der Hauptaktionär ist vom weltgrößten Pellet-Unternehmen Enviva. Und dieser Zusammenhang wird uns nachher noch beschäftigen. Genau, noch einmal kurz, weil es ja heute primär um Wilhelmshaven und Bremen gehen soll. Wie gesagt, Kapazität 726 Megawatt elektrisch weicht immer ein bisschen ab. Es geht dann auch manchmal um Netto und manchmal um Bruttowerte. Es wird nur Strom produziert. Die Wärme wird quasi genutzt, um die Nordsee sinnlos aufzuheizen, also nicht weiter ausgekoppelt. Und ja, das Kraftwerk darf maximal bis 2038 laufen, laut deutschen Kohleausstiegsgesetz. Die Frage ist aber, ob sich das bis dahin lohnt. In Bremen-Farge, wie gesagt, ein bisschen kleineres Kraftwerk, auch nur Strom erzeugen, beziehungsweise eine ganz, ganz geringe Wärmeauskopplung, aber speist jetzt kein Fernwärmenetz oder so. Und dort ist jetzt die sind gerade zum Zuge gekommen in der letzten Auktion für einen Kohleausstieg, also eine Entschädigung im Zuge des Kohleausstiegs und ja, sollten eigentlich am 31. Oktober 2022 mit der Steinkohleverstromung aufhören, aber durch die Energiekrise, ausgelöst durch den Krieg, wurde das jetzt ja nochmal verlängert und sie dürfen jetzt noch bis zum 31.03.2024 Strom aus Kohle produzieren. Genau, wie schon angesprochen, als die Kohlekraftwerke gekauft wurden von der Riverstone Holding oder Onyx, war schon klar, dass es wahrscheinlich einen Kohleausstieg aus Deutschland geben wird. Insofern wurde sicherlich auf Entschädigungen auch spekuliert, aber vor allem hat Onyx und wie gesagt, es gibt ja diese Verquickung mit dem Pelletkonzern Enviva, wohl sehr schnell im Sinn gehabt. Ja, statt Kohle dann Holz zu verbrennen. Und so wurde dann auch schnell, wurden solche Ankündigungen laut. Also zum Beispiel hier eine Meldung von Juni 2020, wo dann bekannt gegeben wurde, dass das Kraftwerk in Wilhelmshaven auf Holzverbrennung umgerüstet werden soll. Und das Gleiche dann auch in Bremen-Farge, wobei hier der Unterschied ist, dass zunächst von Altholz gesprochen wurde. Aber da werden wir später auch noch drauf eingehen. Warum das eher unwahrscheinlich ist. Das wurde dann auch noch im April 24 oder 21 eine Vorhabensbeschreibung eingereicht bzw. zirkuliert als Vorbereitung.
Ja, für die Umweltverträglichkeitsprüfung, die notwendig wäre, wenn Altholz verbrannt werden würde, aber seitdem ist da nichts mehr vorangeschritten. Genau, und warum ist das wahrscheinlich so? Es gibt zwei verschiedene Arten von Kohlekraftwerken. Es gibt die Wirbelschichtfeuerung. Da kann man relativ flexibel verschiedenste feste Brennstoffe verfeuern. Aber viel häufiger ist die sogenannte Staubfeuerung, wo halt die Kohle oder das Holz vorher gemahlen wird. Und da sind halt nur Holzpellets möglich, die in einer sehr hohen Qualität sein müssen, sehr trocken. Also so ein irgendwie Hackschnitzel oder so kann man da nicht verbrennen. Da gibt ja Altholz ist halt technisch eigentlich auch nicht möglich. Deswegen hat uns das von Anfang an gewundert, was Onyx da in Bremen-Fage ja angekündigt hat, weil es eigentlich technisch wirklich nicht möglich ist. Und deswegen wundert uns das jetzt eigentlich auch nicht, dass wir von diesen Plänen nie wieder gehört haben. Und genau, auch Holz mit hohem Rindenanteil oder Kurzumtriebsplantagen, das sind alle nicht möglich, weil es sonst zu Verschmutzung, Verschlackung und Korrosionen kommt. Hier mal ein paar Bilder, die das zeigen sollen. Genau, das haben halt auch Experimente zum Beispiel in England gezeigt, wo das weltgrößte umgerüstete Kohlekraftwerk Drax steht. Genau. Und ja, die Onyx-Kraftwerke in Wilhelmshaven und Bremen-Fage sind halt solche Staubfeuerungsanlagen, wie schon gesagt. Und deswegen kommen da nur diese hochqualitativen Frischholzpellets in Frage als Brennstoff. Auf die Probleme und wo die dann herkommen, gehen wir gleich noch näher ein. Ja, in Deutschland, wie ist da die Situation zur Holzverbrennung in Kraftwerken? Bisher gibt es hauptsächlich die größeren Kraftwerke hier rechts im Bild, laufen mit Altholz in Deutschland. Also es wird schon sehr, sehr viel Altholz verbrannt, als in allen anderen europäischen Ländern in Deutschland. Das liegt daran, dass das lange gefördert wurde. Die kleineren Anlagen verbrennen sehr viel Waldholz und auch in den Privathaushalten wird bisher jede Menge Waldholz verbrannt. Und dazu kommen natürlich jetzt auch immer mehr Pelletheizungen. Und bereits jetzt wird in Deutschland mehr Holz verbrannt als stofflich genutzt und die Tendenz ist seit Jahrzehnten steigend. Und jetzt kommen natürlich obendrauf noch diese Umrüstungspläne. Und ja, das sind einfach riesige Kraftwerke, wie gesagt, riesige Kohlekraftwerke, die mehrere Millionen Tonnen Kohle im Jahr verbrauchen. Und da sind auf jeden Fall Importe notwendig. In Wilhelmshaven hier zum Vergleich, rechts im Bild, wenn Wilhelmshaven umgerüstet werden würde in der heutigen Kapazität und Volllast laufen würde, wären 2,9 Millionen Tonnen Pellets im Jahr notwendig. Das wären 80% der momentan in Deutschland produzierten Pellets. Das macht auch nochmal ganz klar, dass das ohne Importe nicht gehen würde. Und das entspricht mehr als dem jährlichen Holzeinschlag im ganzen Land Niedersachsen. Genau, und in Bremen wäre es 1 Million Tonnen Holz pro Jahr. Auch das, also wenn man an das Altholz glauben würde, wäre das 20% des Altholz, was in Deutschland verbrannt wird. Aber wie gesagt, das glauben wir eh nicht. Also würde es auch da um Pellets aus 2 Millionen Tonnen Frischholz pro Jahr gehen. Ja, das klingt alles natürlich sofort besorgniserregend, um das Ganze etwas grüner aussehen zu lassen. Ja, ist Onyx sehr bestrebt, die Pläne grün zu waschen. Auch diese Ankündigung, es mit Altholz zu versuchen, ist sicherlich schon ein Versuch, es grün zu waschen, weil das erstmal unproblematischer klingt. In Wilhelmshaven wird das Ganze verkauft als Teil des Energy Hub Port of Wilhelmshaven, wo es weitreichende Pläne gibt, die größtenteils grüne Wasserstoffproduktion, Import und ja, in die Richtung alles beinhalten. Und da sieht man hier rechts, das sind ja schöne Hochglanzbroschüren, die das alles darstellen, was dort geplant ist. Und da läuft das Biomassekraftwerk auch unter Erzeugung grüne Wasserstoffproduktion. Auf dem Gelände ist auch ein Elektrolyseur geplant von 100 Megawatt. Und hier steht halt auch bedarfsgerechte Bereitstellung von Wasserstoff durch komplementären Einsatz von Grünstrom. Also es wird verkauft, als ob es sinnvoll wäre, dort
Ja, den Strom aus dem Biomassekraftwerk auch zu nutzen, um Wasserstoff herzustellen, um dem Ganzen noch einen grüneren Anstrich zu geben. Und warum das aber eine ganz sinnlose Idee ist, erklärt uns jetzt Almut und macht dann weiter mit den anderen Themen. Ja, danke. Willst du die nächste genau zeigen? Das waren drei Punkte, die ich hatte, glaube ich, oder? Ah, gut. Okay, Ja, die also kommen das nacheinander. Hauptproblem, ich meine, die zwei Probleme, eins ist natürlich, ist das, worüber ich gleich noch weiterreden werde, ist natürlich die ganze Problematik bei Strom aus dem Verbrennen von Holzpellets, von Holz zu gewinnen, vor allem von Primärholz zu gewinnen. Aber was Wasserstoff betrifft, kommt noch dazu, dass es unglaublich ineffizient ist. Denn, also wir haben, Biofuelwatch hat ein Infopapier oder einen kurzen Bericht zu dem Thema Wasserstoff aus Bioenergie rausgegeben. Dazu stelle ich gleich den Weblink nach den Folien in den Chat. Also wie auch wo das illustriert ist. Also zum Ersten, wenn man das jetzt mit der Solarenergie vergleicht, dann gewinnen schon mal Bäume und andere Pflanzen pro Hektar nur, also bei Solarenergie gewinnen die 25 mal so viel Energie aus der Sonnenstrahlung auf einem Hektar Land, als jetzt Bäume oder andere Pflanzen. Das heißt, prinzipiell ist Solarenergie immer effizienter und daraus Solarenergie wie aus Windenergie lässt sich ja grüner Wasserstoff herstellen. Aber dann kommt dazu, dass halt riesige Mengen Energie für die Verarbeitung von Holz und Pellets gebraucht werden. Dass in einem Stromkraftwerk ohnehin schon mindestens 60% der Energie im Holz verloren gehen. Und dann bei der Umwandlung von Strom in Wasserstoff gehen nochmal geschätzt 26% verloren. Wenn das dann jetzt noch weiter zu Ammoniak oder so verarbeitet wird, gehen noch mehr verloren. Nur ein Viertel, das heißt es ist also nur ein Viertel der im Holz gespeicherten Energie am Ende noch im Wasserstoff erhalten bleibt. Und deshalb hat das Umweltbundesamt auch eindeutig gesagt, dass der Einsatz von Strom aus Biomasse bei grünem Wasserstoff halt, also Effizienzgründen, nicht sinnvoll ist in einem Bericht über Wasserstoff. Nächste Folie bitte. Dann auch in einem Report der Dena zu dem Energy Hub in Wilhelmshaven, unter anderem jetzt den Plänen von der Onyx, ist auch die Rede davon, dass sie vielleicht BECCS machen können, also Kohlenstoffabscheidung in dem Biomassekraftwerk. Nächste Folie bitte. Das ist also jetzt, er kommt aus dem Stand aus einem Dena-Bericht dazu. Das sehen wir also auch als absolut unmöglich, zumindest in der nahen und mittleren Zukunft praktisch. Denn erstens ist es bislang keinem Unternehmen weltweit gelungen, größere Mengen von Kohlendioxid aus dem Verbrennen von Biomasse abzuscheiden. Also da gibt es überhaupt nicht ein einziges Beispiel, wo das erfolgreich gemacht wurde. Michaela hat das weltgrößte Biomassekraftwerk Drax erwähnt. Die haben bislang 27 Tonnen CO2 abgeschieden. Also das ist so gut wie gar nichts und auch nicht gespeichert. Des einer britischen Think Tanks Ember, jetzt was Drugs betrifft, würde ein großes Biomassekraftwerk mit BECCS-Subventionen in Milliardenhöhe benötigen. Also sprechen von 38 Milliarden im Fall von Drugs, was größer ist, aber Milliarden auf jeden Fall. Und das ist, wenn die Technologie in Zukunft klappen würde. Und es gibt ein einziges Kohlekraftwerk mit CCS weltweit und da werden 31% der Energie, die erzeugt wird, gehen da auf die Kohlenstoffabscheidung rauf. Also wenn es irgendwann ginge, dann wäre es noch viel, viel, viel ineffizienter, als es ohnehin ist. Nächste Folie bitte. Ja, ich mal klar, kurz über das Klima. Also, wenn, also ein, ja, wenn,
Das wäre für mich jetzt halt Teil von Lebens. Aber wenn wir, also das Erste ist, wenn wir Holz verbrennen, sind die Direktemissionen von CO2 etwa genauso groß wie die von Kohlestrom, Kohle verbrennen. Also nicht in so einem Kraftwerk wie Onyx, deshalb, wenn es umgerüstet wurde. Also da sind keine Einsparungen. Wenn dann Bäume wirklich jetzt nachwachsen, dauert das ja Jahrzehnte. Und wie wir jetzt gerade auch bei der Eskalation der Klimakrise sehen, ist, wir haben absolut keine Jahrzehnte, bevor er was vielleicht möglicherweise absorbiert werden kann. Und wenn die Klimakrise jahrzehntelang eskaliert, dann ist es auch sehr fraglich, was aus den Wäldern wird. In der Zwischenzeit haben wir jetzt schon eine Situation, wo das Klima in der EU und auch in Deutschland immer weniger CO2, die Wälder immer weniger CO2 absorbieren. Also das geht sowohl in Deutschland wie auch in der EU zurück. Nächste Folie bitte. Okay. Hier ist ein Zitat aus einem Brief von vor 2 Jahren, der von 100, 500 Wissenschaftlerinnen unterschrieben wurde, die ganz klar sagen, wie zahlreiche Studien gezeigt haben, wird die Verbrennung von Holz die Erderwärmung für Jahrzehnte bis Jahrhunderte verstärken, selbst dann, wenn das Holz Kohle, Öl oder Erdgas ersetzt. Den können wir auch nochmal in den Chat tun. Nächste bitte. Ja. Woher kommt das Holz? Also in Deutschland, aus Deutschland wird es sicher nicht kommen. In Deutschland wird jetzt schon ein Drittel des gesamten gefällten Holzes verbrannt. Und dazu gehören, vor allem von Statistiken, die wir haben, schon 16,2 Millionen Kubikmeter Derbholz, also ganze Stämme aus großen Bäumen. Nächste bitte. Aber selbst wenn es jetzt Energie aus Restholz wäre, also Waldrestholz und nicht Stammholz, zeigt eine Studie, die eine wissenschaftliche Studie, peer-reviewed Studie, die vor 5 Jahren veröffentlicht wurde, dass selbst das mit den Klimazielen des Pariser Abkommens überhaupt nicht zu vereinbaren ist. Also die CO2-Emissionen sind insgesamt, die Netto-CO2-Emissionen sind immer noch viel zu hoch, um das Klima zu helfen, das Klima auf 1,5 Grad oder also beizutragen, das zu stabilisieren. Nächste bitte. Aber ohnehin, Sägereste und Altholz reichen ohnehin nicht, weil schon jetzt benutzen Pelletwerke und einige Biomassekraftwerke, die es in Deutschland gibt, also teilweise nicht zum Hauptteil, aber teilweise ganze Baumstämme, Laubbäume, andere Bäume und also nicht nur abgestorbene Fichte, auch Laubbäume und so weiter, wie in einem Report von Robin Woods, dem wo ich auch den Chat-Link zu sehen ist. Nächste bitte. Ja, kurze Karte, die haben wir auf der Beiführungsseite und da, um zu sehen, also das sind einfach Zahlen von Kraftwerken, wie viele so mittelgroße Kraftwerke es jetzt schon in Deutschland gibt. Und die geplanten halt, also das sind die meisten im Bestehenden und dann haben wir halt ein paar diese riesigen geplanten, vor allem jetzt die von Onyx und ein, zwei andere noch, über die wir jetzt nicht sprechen, aber der hat zwei von Onyx möglicherweise. Nächste bitte. Um zu sehen, wie groß die Nachfrage ist und wie sie stark wächst. Allerdings ist daraus ja ganz klar, dass diese, wie auch Michaela schon gesagt hat, dass diese Mengen, die Onyx allein in Wilhelmshaven auch ohne eine Umrüstung von Bremen-Fage verbrennen müsste, dass das ganz unmöglich jetzt aus deutschem Holz kommen kann. Und wir staunen, das haben deshalb nicht gestaunt, als wir vor 3 Jahren in einer Inviva-Präsentation gesehen haben, dass sie speziell erwähnen, dass sie hoffen, dass sie über Wilhelmshaven einen neuen Markt in Deutschland erschließen werden. Und ja, hier übergebe ich dann weiter an Rita Frost. So I'm passing on to Rita Frost to speaking about Inviva and pellet production in the Southern United States. Great. Thanks so much, Almaz. Let me share my screen. All right. Can you see that? Okay, great. We can see. Thank you, Rita. Thank you. Hi, everybody.
My name is Rita Frost. I'm a forest advocate with Natural Resources Defense Council. I also come from a background of working at Dogwood Alliance for the past 7 years. It is a southern organization focused on protecting the forests of the southern United States from industrial logging. And what we have seen on the ground for the past 10 years is an explosion of the wood pellet biomass production industry, primarily for export markets. So first, okay, so will I just after a slide, I'll translate. Sorry. Okay, great. That sounds good, okay. Almir. Thank you. Yeah, also Rita arbeitet seit, how many years was it? Seven. Seit 7 Jahren zu den Wäldern in den Südstaaten der USA, ist bei Dogwood Alliance, jetzt NRDC. Einer der größten Problematiken, mit denen sie sich beschäftigen, ist halt die wachsende Bedrohung und der wachsende Schaden an den Wäldern durch die sehr schnell anwachsende Holzpelletindustrie. Okay, Rita. Great. So just to land y'all in southern forests, if you've never visited before, they are a place culturally where we hike, camp, hunt, fish, relax. They're also a really essential component of maintaining our ecosystem. The biodiversity of southern forests is very complex. It includes 150 different tree species, 1,400 herbaceous species, and 2,250 total plant species. In fact, the U.S. Forest Service says that there's nowhere else in America where a greater variety of native plant communities, native plant species, or rare and endemic plants exist. Forests of the Southern United States are so special that they've been named a global biodiversity hotspot. Okay, also für alle, die Wälder nicht bekannt sind in den Südstaaten der USA, das sind also extrem hochbiodiverse Ökosysteme, die haben eine extrem hohe Artenvielfalt, nicht nur von Arten insgesamt, sondern von endemischen Arten, also Arten, die sonst nirgendwo anders zu finden sind, sowohl von, also von Pflanzen, von blühenden Pflanzen, hohe Diversität, Artenvielfalt von Bäumen, von Amphibien und und anderen Tieren. Die Zahlen habe ich vergessen, da die tue ich nachher, kann Rita nochmal reintun, genau wie viele verschiedene Arten es sind. Aber die Artenvielfalt ist so hoch und so wichtig, dass diese Region zu einem globalen Biodiversitäts-Hotspot ernannt worden ist. So just to continue on that, our region has the highest concentration of tree species diversity in North America, the highest concentration of aquatic diversity in the continental United States, including the richest temperate freshwater ecosystem in the world, and the highest concentration of wetlands in the United States, 75% of which are forested. Das habe ich in den Chat getan, weil ich den Text schon hatte. So I put that into the chat so you can Great. Continue. Thanks, Almir. So now let's talk about the threat of the biomass industry. This is a map showing operating facilities as well as proposed wood pellet biomass production facilities. And the circles that are around the colored dots are the sourcing radius for those facilities. This is recent. This has only popped up in the Southern United States since about 2009 when the European Union Renewable Energy Directive came into force. So this industry is very young, and yet it has an incredible impact and imprint on our region. When the European Union set renewable energy targets for their member states, they counted burning any type of wood as counting towards those targets. And as soon as that policy came into play, the wood pellet industry really exploded in the Southern United States because we have a very large wood basket, larger than the European Union.
Since 2009, the biomass industry has grown from exporting 0 tons of wood pellets to over 9 million metric tons per year, all for export. Furthermore, we don't expect this industry to slow down. There are 12 more mills that have been proposed or are under construction, and about 5 additional prospective mills are in the works. Alma, do you want me to pause there for translation and then I can continue a little bit? Yes, okay. Ich versuche das. Okay, also diese Karte ist eine sehr aktuelle Karte, die zeigt, also wo die Pelletwerke zeigt, die Pellholzpellets nach Europa exportieren. Die gelben sind die, die im Betrieb sind, die roten sind die, die im Bau sind oder geplant sind. Und diese Kreise, die grauen oder braunen Kreise drumherum, zeigen das Gebiet, aus dem Holz aufgekauft wird von den Pelletwerken, die sich, man sehen kann, wie die sich auch überschneiden, sehr, sehr stark überschneiden. Diese Industrie ist in Südstaaten der USA sehr neu. Vor 2009, wo die EU die erste erneuerbare Energiedirektive beschloss, verabschiedet hatte, gab es überhaupt keine Pelletproduktion in der Region. Seitdem ist sie auf 9 Millionen Tonnen gestiegen und 12 neue Pelletfabriken sind geplant oder ja, sie sind in Planung. Also die expandiert weiter extrem schnell. Und ein Grund, warum diese Region jetzt also so stark betroffen ist von der Erneuerbaren Energiedirektive, die jetzt nicht zwischen verschiedenen Arten Biomasse so irgendwie raus unterscheidet, ist halt, dass die Holzindustrie und das Holz, dass die Holzernte und das Holzaufkommen höher ist als was in Europa zu finden ist. Also es ist eine riesige Forst, also riesige Holzindustrie und sehr, sehr viel Wald einfach in der Region. Okay, go on, please. Thank you. So this map helps to demonstrate why we call the Southern United States ground zero for wood pellet production. And it's primarily being driven by two companies, Enviva and Drax. Enviva is the world's largest wood pellet producer, and they own and operate 9 mills in the Southern United States. And Drax is a very close second. Both companies also have plans to continue to build wood pellet production facilities in the Southern United States. The wood pellet production industry has been such a threat to our forests because they can increase the intensity of logging that is already happening on the landscape, and they have expanded the footprint of the logging industry in the Southern United States. Forests that were previously untouched by logging have suddenly become available to logging because of wood pellet biomass production. Furthermore, what we're seeing is that this is leading to a degradation of our natural forests, and we're seeing a replacement of natural forests with planted forests. This is a problem for organizations like Dogwood Alliance and Natural Resources Defense Council, because we are losing the integrity of those ecosystems that I was highlighting to begin with. Planted forests store far less carbon than natural forests, and it's about half of the total amount of carbon that natural forests can store and sequester. Furthermore, bottomland hardwood forests of the Southern United States, those are our natural forest types, and they are among the best forest types for carbon storage. However, because of wood pellet biomass production and the demand for it, they are decreasing in size and quality due to constant logging. Okay, ja, also diese Region ist halt der internationale Hotspot, wir sagen Ground Zero für die Pelletindustrie weltweit, also die wichtigste Pelletprodukt die Region auf der Welt. Und die Auswirkungen, es gibt zwei. Es gibt zwei Firmen, die absolut dominieren, diese Industrie dominieren. Die eine ist Enviva, die 9 Pelletwerke hat, und die zweite, kurz hinter Enviva, ist Drax. Wegen der Pelletindustrie werden die Pelletindustrie führt zum einen dazu, dass der Druck und die das also der das äh,
der Holzeinschlag in den Naturwäldern weitergeht, aber zum Zweiten führt er dafür dazu, dass er dass auch Wälder, die vorher nicht angerührt waren, nicht erschlossen waren, zum ersten Mal also von Kahlschlag und vom Holzeinschlag betroffen sind. Was passiert ist, dass die natürlichen Wälder weiter degradiert werden und oft durch Baumplantagen ersetzt werden. Dadurch geht die Integrität oder der Zusammenhang der schon vorher sehr fragilen Ökosysteme weiter verloren. Baumplantagen speichern und sequestrieren nur halb so viel Kohlendioxid wie die Naturwälder der Region. Tatsächlich sind die sogenannten Bottomland Hardwoods, die Küstenlaubwälder in dieser Region, einige der Wälder weltweit, die am allerbesten für CO2-Speicherung, Sequestrierung sind, überhaupt sind. Okay. Thanks, Almuth. So, as you can see here, the trucks that go into Enviva facilities and Drax facilities are loaded with whole logs that are coming from natural forests. You can also see with the wood piles stacked up at the facility that, again, there are full whole trees that are coming from natural forests in the southern United States. These are not wastes, and these are not residues that are coming off of our forests that are coming from other traditional wood products. No, in fact, wood pellet biomass demand is leading to the clearing of southern forests. And I just want to back up and remind us that this is all coming from a energy directive in the European Union that is supposed to be protecting us from climate change and supposed to be protecting nature. And yet what you can see from our photos that Dogwood Alliance does in investigations, that is that it is directly impacting forests. And furthermore, those subsidies and private investments that are all being funded under the Renewable Energy Directive could instead be going towards truly clean, renewable sources of energy like solar and wind power. So this is taking us backwards on climate change. And furthermore, on the ground in the communities where these wood pellets are produced, it is increasing the amount of pollution that communities are facing. The mills in the southern United States are cited in environmental justice communities. These are communities that have higher than average populations of people of color and also are more burdened when it comes to being impoverished. Unfortunately, in North Carolina, which is where I was based for 8 years, North Carolina, 100% of the wood pellet mills have been cited in environmental justice communities. We can say that biomass is a dirty and destructive fuel, and it should not be included in any renewable energy plans. Okay. Okay. Was auf diesem Foto zu sehen ist, sind also große Laster, die direkt einem Enviva-Pelletwerk fahren, also ganzem Stammholz. Solche Laster fahren regelmäßig zu Pelletwerken von Enviva und Drax, also mit Stammholz aus Naturwäldern. Keine Reststoffe, keine Abfälle, sondern also wirklich ganze Bäume. Die Nachfrage nach solchen Pellets führt dazu, dass also immer mehr der Südstaaten dieser Naturwälder in der Region abgerodet werden. Und das Ganze beruht auf der Erneuerbaren Energiedirektive in der EU, eine Direktive, die eigentlich das Klima und die Natur schützen sollte, aber dennoch direkte extreme Auswirkungen auf Wälder hat. Stattdessen könnten die Subventionen und die Unterstützungen von und soll könnten die dazu helfen, also jetzt wirklich grüne und CO2-neutrale und mindernde Technologien wie Solar- und Windenergie zu fördern. Stattdessen gehen wir rückwärts, was den Klimaschutz betrifft, mit solchen Subventionen und Investitionen.
Dazu kommt, dass dass vor Ort in den USA Pelletwerke die Luftverschmutzung verschlimmern. Und routinemäßig sind Pelletwerke in sogenannten Environmental Justice Ortschaften angesiedelt. Und das sind welche, wo also viele viele schwarze Menschen und viele Menschen, die in Armut, die ohnehin also in Armut leben, leben. In North Carolina sind alle Pellet in sind alle Pelletwerke in solchen an solchen Ortschaften angesiedelt, was also eine ganz, ganz große Umwelt, Rassismus, Umweltungerechtigkeit ist. Okay. Next, you can go on now. So our documentary evidence shows how forests in the U.S. Southeast are clear-cut, and whole trees and other large-diameter wood are sent to the industrial mills of Enviva and Drax to be manufactured into pellets. Furthermore, this is happening no matter if there is sustainability certification or not. Unfortunately, Enviva is certified by SFI, PEFC, ATFS, and SBP. We have found that all of these certifications are still smoke screens for destruction of natural forests. Okay, so what did you say? They're certified by SFI, SBP, ATST, and ATFS. ATFS, okay. Okay, gut. Die Dokumentation von Umwelt unter Umweltschutzgruppen oder Verbänden zeigt, wie US-Wälder in der Region gerodet werden und direkt Pelletwerke von den Beaver und Drugs geliefert worden werden. Aber dennoch, und also Nachhaltigkeitsvorschriften und Zertifizierung macht überhaupt keinen Unterschied. Denn leider ist Enviva von mehreren Nachhaltigkeitszertifikationssystemen zertifiziert worden. Darunter die Sustainable Forest Initiative, American Tree. ATFS, Tree Forest, also amerikanisches System, was ich nicht kenne, und Sustainable Biomass Program, was das weltweit wichtigste, größte Zertifikationsprogramm für Holzpellets ist. All right. So in just the last 10 years, harvests for wood pellets have led to 900,000 acres of forests in the southern United States to be clear cut. That has led to 40.2 million tons of wood pellets that have been exported from our forests to power stations to be burned. They are being sold as benefiting the climate, but unfortunately, biomass's production and combustion leads to carbon dioxide emissions that are on par with burning fossil fuels. And furthermore, these forests were previously providing really critical ecosystem services like habitat, water filtration, and flood protection. Also cultural services of a place to relax and go and enjoy other activities. And then furthermore, when it comes to climate change, these forests were not only storing and sequestering carbon, but they were also protecting communities against the impacts of climate change, like increased flooding, storms, and hurricanes. Okay, das meiste davon habe ich im Chat übersetzt. Dazu noch kommt noch dazu, dass halt in der Region die Umweltvorschriften also extrem schwach und der lax sind und dann auch weiter oft häufig weiter abgeschwächt werden und dass halt da die Klimaauswirkungen nicht besser sind von solcher Strom, also Energie aus solchen Pellets nicht geringer sind als die von Kohlestrom. Okay. What I would leave y'all with is just to know that southern U.S. forests are threatened. In fact, our forests are getting younger instead of older, and part of the problem is from the increased demand on our forest from products such as wood pellet biomass. Wood pellet biomass is not carbon neutral. Logging, which includes logging for wood products, is the predominant cause of carbon emissions from U.S. forests. More than insects, drought,
fire, and wind. The growing biomass industry is negatively impacting wildlife and climate change, and our forests are more than just wood. Okay, die Übersetzung ist auch im Chat. Okay, great. Thanks. And last, you know, we want to say that replacing fossil fuels is very fundamental, but it must be done with genuinely zero carbon sources of renewable energy like solar and wind. At the same time, it's equally important that we protect our forests, that we're protecting our forests, that we're restoring our forests, and we're expanding natural forests because they are our best defense against a changing climate, and they are our best hope to slow the rising tide that comes with climate change. Also als letztes sagen, dass, also dass sie absolut eine die also erneuerbare Energien unterstützen, von wir brauchen dafür mehr wirklich klimafreundliche erneuerbare Energien. Und gleichzeitig ist es ebenso wichtig, unsere also die natürlichen Wälder zu schützen und ermöglichen, weiter zu wachsen und zu expandieren. Denn das ist eine unserer besten Schutzmöglichkeiten gegen eine Eskalation, weitere es gegen eine Deeskalation der Klimakrise. Okay. Okay, thank you so much. Thank you, Rita. It was very interesting. So, ich glaube, demnach sind wir mit den Präsentationen fertig, Almut, richtig? Ich noch glaube, nicht. Michaela hatte noch zwei Folien zu setzen. Wunderbar, jetzt alles klar. Weiter wollen wir sagen, bleibt Rita noch bei uns oder wollen wir erst noch Fragen einsammeln oder machen wir das nachher zusammen? Ich hatte vorgeschlagen, die Fragen an den Schluss zu stellen. Ja. So Rita, would you stay with us to come in the discussion a bit later after Michaela's next talk? Absolutely. Okay, thank you for your time. Great. Okay, thank you, Rita. It was really depressing again, but also very motivating. Oh, fein. Genau, vielen Dank, Rita. Ich finde es immer wieder sehr deprimierend, solche Bilder zu sehen, aber auch sehr motivierend, weiterzumachen mit unserer Arbeit. Und noch können wir ja diese Entwicklung in Deutschland auch aufhalten. Und ich wollte jetzt auch noch einmal ganz kurz darauf eingehen, was denn Alternativen wären oder sind. Und teile noch einmal kurz die Präsentation, wie ich sie denn finde. Genau, das hatte Rita ja auch schon angesprochen. Also ganz wichtig ist es natürlich, dass wir die Gelder, die zur Verfügung stehen, um ja, uns für den Klimaschutz fit zu machen, dass die halt wirklich in wirkliche Alternativen fließen und nicht in die Holzverbrennung. Also dass Investitionen, aber auch Fördermittel halt zum Beispiel in Wind und Sonne, was einfach die besten Methoden zur Stromerzeugung sind. Und in unserem Fall geht es ja jetzt gerade um primär um die Stromerzeugung. Da ist es wirklich ganz einfach. Natürlich wird dann immer gesagt, was ist denn in der Dunkelflaute, wenn Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Da brauchen wir dann natürlich Alternativen. Und da sind die Speicher natürlich sehr wichtig, neben flexiblen Kraftwerken. Auch da eignen sich Holzkraftwerke einfach nicht, weil sie gar nicht so flexibel hoch und runter fahren können, dass sie jetzt in wenigen Minuten am Start sind. Und da ist eine interessante Möglichkeit, um zum Beispiel Strom zu speichern und da auch die Kraftwerksinfrastruktur weiter zu nutzen, sogenannte Kanonbatterien. Die gibt es in Deutschland leider noch nicht, weil das einfach ein wirtschaftliches Problem ist. Technisch ist es eigentlich möglich. In Chile wird auch gerade ein Kraftwerk umgerüstet mit dieser Technologie, die das Deutsche Institut für Luft- und Raumfahrt entwickelt hat. Und da wird in einer Salzflüssigkeit, in einer Salzlösung, die wird erhitzt mit Überschussstrom, also einfach mit elektrischem Strom, wie ein Wasserkocher sozusagen, wird diese Salzlösung erhitzt, die die Wärme sehr viel länger speichern kann als Wasser, reines Wasser. Und ja, und dann kann man einfach diese Hitze nutzen,
um bei Bedarf dann mithilfe einer Dampfturbine wieder Strom zu gewinnen. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, was man in Wilhelmshaven machen könnte, wenn ja, man das Kraftwerk weiter nutzen will, auf eine wirklich grüne Art. Und dann halt solche Technologien fließen und ja, nicht da Fehlinvestitionen getätigt werden, die unser Klima noch weiter schädigen. Und ich denke, es ist recht klar geworden, dass dem Klimaschutz nicht geholfen ist, wenn diese Pläne weiter verfolgt werden würden, wie Onyx sie jetzt plant. Und ja, wir möchten natürlich da weiter gegen vorgehen und haben als NABUD auch gerade eine Petition laufen, die gegen die Kahlschlagpellets, also die Umrüstungspläne in Wilhelmshaven, Bremen und auch Hamburg, wo das Fernwärmeheizkraftwerk Tiefstark auf Holzpellets umgerüstet werden soll. Und die könnt ihr gerne mit unterzeichnen. Und genau, wenn ihr euch weiter mit uns einsetzen wollt, vor allem in Wilhelmshaven, dann könnt ihr eine E-Mail schreiben an die Gruppe, NABU-Gruppe in Wilhelmshaven. Und wir haben auch ein gemeinsames Infopapier verfasst, was ihr gerne runterladen und verbreiten könnt, um noch mehr Leute darauf aufmerksam zu machen, ja, was da geplant ist und dass das absolut keine Lösung ist für die Energiewende. Und genau, dann möchten wir gerne mit euch noch ins Gespräch kommen, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas unklar geblieben ist. Ja, dann sehr gerne jetzt. Und ich ende mit diesem wunderschönen Bild, wo wir alle zusammen vor dem Bundeswirtschaftsministerium letztes Jahr protestiert haben. Und genau dort ging es darum, dass die erneuerbaren Energierichtlinie halt letztes Jahr novelliert wurde, aber leider gab es kaum Verbesserungen. Also wir haben nach wie vor das große Problem, dass die Holzverbrennung als erneuerbar eingestuft wird, auch wenn diese fatalen Folgen für die Wälder offensichtlich sind eigentlich. Vielen Dank für das Interesse und ich bin gespannt auf die Fragen.